Dieses Jahr gab es noch keine nennenswerten Börsengänge hier in Deutschland, zumindest bei mir Robert Halver von der Baader Bank. Woran liegt das? Die Lage ist noch zu unsicher. Wir haben die Brexit-Frage, wir haben den Handelskrieg und da möchte man nicht unbedingt als Perle sozusagen in die Börse gehen, wenn man weiß, dass die große Gemengelage negativ ist. Was bringt es dem Unternehmen, das Substanz hat, wenn es sich zu billig verkauft? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir wissen ja heute, dass eine Twitter-Nachricht ja schon des US-Präsidenten ausreichen kann, die Gesamtmärkte nach unten zu treiben. Man stellt sich vor, man möchte montags an die Börse kommen und Sonntag auf Montag twittert Herr Trump, dass der Handelskrieg in die zweite Runde, die nächste Runde geht. Dann müsste man seine Perle zu schlecht verkaufen. Das kann ich sehr gut verstehen. Man braucht also Ruhe an der politischen Front. Wenn das passiert, wird man sehen, kommen sehr viele Börsengänge. In den USA ist gerade erfolgreich ein Jeanshersteller an die Börse gegangen. In Deutschland hingegen hat die Volkswagen-Lkw-Tochter erstmal ihren Börsengang abgeblasen. Ist das ein Fehler vielleicht gewesen oder genau das Richtige? Amerika hat eine andere Aktienkultur. Da kann man auch in schwierigeren Zeiten etwas verkaufen. Wobei ich sagen muss, amerikanische Aktien sind äußerst stabil. Und Jeans? Das hat Substanz. Da kennt man, die hat vielleicht jeder denn auch mal am Wochenende mindestens an und weiß, das ist solide, das macht Sinn. Also man kann das Produkt auch vergleichen. Jetzt gerade im Lkw-Bereich dann einen Börsengang zu machen, das Risiko ist schon sehr groß. Das ist ja ein sehr großer Börsengang. Und noch einmal, wenn das Thema, die Gemengelage dann an dem Aktientag sehr negativ ist, verkaufe ich eigentlich meine Substanz viel zu billig. Außerdem haben wir ja das Problem, dass gerade die Autoindustrie im Augenblick etwas kritisch beäugt wird. Fusionen und Übernahmen sind in Deutschland vor allen Dingen in der Hand von US-Banken, allen voran Goldman Sachs. Haben die deutschen Banken da nichts mehr zu sagen? Ja, man muss Berlin mal fragen. Man hat die Banken zuerst dramatisch überdereguliert und jetzt wurden die letzten Jahren massiv reguliert. Sie haben einfach die Luft zum Atmen nicht mehr. Das ist ja immer mein Credo, dass man eben aufpassen muss, dass man als deutscher Finanzplatz nicht zurückfällt, auch mit deutschen Banken und der deutschen Finanzindustrie. Es ist hier nichts gewonnen, wenn die Angel und Sachsen oder andere oder meine Franzosen oder Chinesen, Araber hier das Sagen haben. Dann verlieren wir eben auch Ansprüche. Von daher darf man sich hier nicht wundern, dass die deutsche Finanzindustrie hier nicht so mitstinken kann wie die Amerikaner. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für diesmal und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.